When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. So, ich habe mir jetzt gedacht, weil es hier einfach so viel ist und ich hasse das, wenn das so ganz, ganz eng nebeneinander ist, da kann man nicht richtig gucken. Und ich weiß nicht, das ist nicht schön. Die Hosen habe ich letztens schon ausgemistet. Habe die Sommersachen hier nach oben getan. Habe hier geschaut, welche Jeanshosen trage ich am meisten, welche nicht so. Und ja, und sind so die Hosen, die ich zu Hause trage. Das sind noch weitere kurzen Hosen, aber die mag ich am liebsten. Die habe ich hier oben hingetan. Und hier sind so Stoffhosen. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich ja hier auch noch so viel habe an Kleider und Jacken und ich weiß gar nicht mehr wohin mit den Sachen. Hier habe ich ja jetzt auch noch was hingehangen, weil ja, es passt halt nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich die dickeren Pullover falte und hier hinlege. Die Taschen, die hatte ich da unten, jetzt habe ich die da oben hingetan. Da oben hatte ich die Cappies, jetzt sind die Cappies hier. Und da werde ich jetzt erstmal hier anfangen, meine Pullis hochzustapeln, damit ich hier ein bisschen mehr damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Und dann kann ich da ein paar Kleider hinhängen. So, Alexandro hat jetzt gefrühstückt. Und jetzt müssen wir Hausaufgaben machen. Das. Genau, machst du die zwei Seiten, die kannst du auch alleine ohne Mama. Ist ein Kamm? Ja. Ist das ein Kamm? Hier? Ja. Nee. Nee, also nein. Miau. Lies mal das. Ist das ein Schwamm? Ja. Genau. Na, dann mach mal schön weiter. Das kannst du auch alleine. Da muss die Mama nicht neben dir sitzen. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen ausgemistet. Das sieht jetzt leider nicht schön aus. Aber anders weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Und hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Und ich werde ein paar Klamotten mal auf Instagram reinstellen. Wer Interesse hat, kann das zu einem sehr, sehr günstigen Preis erwerben. Seid echt der Wahnsinn. Ich habe jetzt schon vieles weg. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt warte ich noch auf 2 Zahlungen. Dann habe ich 5, 6, 7 Pakete für heute. Die 2, das sind die Zimtsterne, die mir der Maurice mal mitgebracht hatte. Oh Gott, was soll ich mit so vielen Zimtsterne? Kommt, ich lade euch ein, können wir Zimtsterne essen. Und Kleiderbügel wollte ich auch neue holen. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt sind ja die ganzen Sachen weg. Jetzt habe ich, tada, ganz viele Kleiderbügel. So, mein Kind macht hier noch Hausaufgaben. Morgen ist Schule. Was denn? Ja, 10 minus 6, Alexandro, ist nicht 5. Na, 4. 10 minus 6 ist 4? 10 minus 6 ist 4, ja. 10, hast du recht, 10 minus 6 ist 4. So, jetzt gibt's Mittagessen. Alexandro wollte Chicken Nuggets, da habe ich noch diese Cornsticks von Holland. Die hat jetzt Alexandro 3, bekomme ich 2, damit die Oma weg sind. Und es gibt einen leckeren Salat. Boah, ist das sonnig, ey. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, heute ist Mittwoch. Da sehe ich gerade gar nichts. Ja, ich wollte mich jetzt gerade fertig machen. Und, oh Gott, irgendwie dreht mein Auge. Es ist richtig sonnig. Ich sehe hier gar nichts. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen was umändern. Boah, Leute, ich muss jetzt gerade mein Auge einmal stilllegen. Ich weiß nicht, das ist richtig getränt. Das kann sein, weil ich mit meinen Fingern da reingepackt habe und ich vorhin Zwiebeln geschält habe. Das ist, also ich denke mal, dass es deswegen der Fall war. Boah. So, jetzt geht's wieder. Aber es ist hier nicht so von den Lichtverhältnissen her gut. Denn ich wollte euch mal was zeigen. Hoppala. Man sollte das auch zumachen. Ihr hattet gefragt, ich habe euch ja im Vlog, im vorherigen Vlog gezeigt, dass ich das hier gekauft habe bei Rossmann.
Und ich finde das ganz gut. Man muss nur aufpassen, nicht zu viel davon nehmen. Ich habe hier den hier, den Pinsel, und dann mache ich mir das hier so unter die Augen. Ich nehme aber auch nicht viel davon. Dann zeige ich euch gleich mal den Unterschied, weil ich mag keinen Concealer. Ich mache mir hier auch kein Make-up drauf. Ich mache mir nur Puder drauf. Von daher finde ich das ganz gut. Ich mache mir das auch hier einmal übers Auge. So, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist das Ungeschminkte, das ist das Geschminkte. Und klar schminke ich mich da natürlich noch, ne? Richtig, also ich habe hier jetzt nur das hier. Also ich finde es ganz gut, es kaschiert die Augenringe. Und kann man auf jeden Fall benutzen. Jetzt zeige ich euch mal mein ganz schnelles Alltags-Make-up. Also, ganz schnell. Ihr seht jetzt, wie schnell ich mich schminke im Alltag. Natürlich müssen wir die Zeit rausrechnen, wo ich euch das zeige. Ich habe von Revolution Matte Base Powder das P8. So, da habe ich, na, liegt hier alles rum. Extensions, einmal auf dem Boden. So, einmal Puder. Damit das Gesicht matter wird. Puder, Puder, Puder. Ich schmink mich auch so schnell immer, ne? Also, ich mache das jetzt nicht nur für die Challenge gerade. Ihr schminkt mich immer so schnell. So, dann nehme ich mein Honolulu Bronzing Powder und mache das hier an die Wangen. Ein bisschen auf den Hals. Und Dekolleté. Stirn. So. Dann. Da ich was in der Nase, das nervt. Nehme ich Rouge. Maxi Blush von Manhattan habe ich hier. 400 Rendezvous. Das ist aber sehr stark, also mache ich immer nur ganz wenig, weil das so stark ist. Ich mache mir das auch ein bisschen immer auf die Nase und auf die Augenlider. So, dann nehme ich nochmal das, womit ich hier meine Augenringe kaschiert habe, und nehme nochmal von dem Bake and Finish Powder und konturiere mein Gesicht. Das sieht jetzt, also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen von der Farbe her nicht so gut. Ich muss euch das gleich nochmal im Licht zeigen, weil ich habe hier die Gardine zugemacht. Die ist rosa und dann spiegelt das so, ja, so rötlich, so rosahaft mein Gesicht. So, was mache ich dann? Manchmal, aber nicht immer. Lidschatten. Lidschatten. Nehmen wir heute mal eins. Wie gesagt, ich mache das nicht jeden Tag. Und ich mache das auch nur ganz dezent. So. Dann mache ich meine Wimpern. Das heißt, ich kämme mir die nur aus. So, dann mache ich meine Augenbrauen. Ach, Moment, das habe ich in der Tasche noch, weil ich das letztens noch nachkaufen wollte. Ich hole das eben. Auf dem Weg ist mir nur so ein Quarki entgegengekommen. Ich weiß auch nicht, und ich konnte da nicht Nein sagen. Ja, muss ich mir jetzt mal
ganz schnell eben aufessen. Jetzt habe ich braune Finger. Das ist mir nämlich runtergefallen. Einmal Augenbrauen machen. Ich sehe hier leider nicht so viel mit dem Licht. Ist echt schwierig. Ja. Weiß gar nicht, wie ich meine Lippen geschminkt habe. Also ich glaube, auf jeden Fall, so schminke ich mich jeden Tag. Also das ist so mein Alltagslook. Das geht ganz schnell. Und ja, was ich heute noch vorhabe, boah, das ist echt laut jetzt gerade. Es tut mir leid, das ist ja, nebenan der Laden. Was ich heute noch vorhabe, Moment. Ich zeige euch erstmal. Puh, kann man was sehen? Ja, so sieht das dann im Licht aus. Ich wollte, das hatte ich gestern eigentlich auch schon vor. Ich möchte nämlich, aber gestern habe ich es nicht mehr geschafft. Ich möchte zum Friseur und die Haare stufig schneiden, damit man den Übergang nicht so sieht. Also eigentlich sieht man den kaum, aber. Ich glaube, die fallen dann besser. Die fallen dann besser, wisst ihr? Dann sind die so ein bisschen fluffiger. Weil jetzt müsste ich die eigentlich hier nochmal, wo der Übergang ist, glätten. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Das lasse ich jetzt sein. Ich lasse die jetzt so. So. Seht ihr das? Hier müsste ich die eigentlich glätten. Ich lasse die jetzt so und ich werde wahrscheinlich später zum Friseur, damit ich die ein bisschen stufiger bekomme. So, was war noch? Ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, was ich euch alles erzählen wollte. Muss mal eben gucken, was habe ich euch erzählt. So, das Baking Powder habe ich euch gezeigt. Dann, genau, hier, ich habe ja gestern die Handcreme geholt. Das ist wie so dieses Glysolid. Also es ist ja nicht so eine richtige Handcreme, sondern wie so Fett irgendwie. Also ich muss sagen, meine Füße sind überhaupt nicht mehr rau. Ich habe das ja gestern drauf gemacht und habe dann Socken angezogen und meine Füße sind total geschmeidig, genauso wie meine Hände. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das auf die Hände drauf macht. Das zieht nicht ein. Also ich glaube, das ist eher sowas für die Füße. Es ist auf jeden Fall sehr fettig, aber sehr gut für raue Haut. Also muss ich sagen, für 1 Euro noch was. Sehr, sehr gut. So, nächstes Thema. Wie gesagt, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das. Haarpflege, habt ihr gefragt. Also wie pflege ich meine Extensions? Nicht anders als sonst. Dann gehe ich mal ins Badezimmer. Genauso wie ich meine ganz normalen Haare pflege, weil das sind ja Echthaar-Extensions. Genau, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Jemand hat geschrieben, das sind keine Echthaar-Extensions. Doch, sind sie. Einige haben gefragt, einige haben gesagt, meine Haare glänzen sehr schön und was ich da für eine Pflege reinmache. Ich benutze zurzeit sehr, sehr gerne. Entweder, also ich finde beide sehr gut. Entschuldigung. Entweder von Fructis, das Banana Hair Food, alles davon, Shampoo, Spülung. Und die Maske, sehr, sehr wichtig, die Maske. Wirklich, bin ich mega zufrieden mit und das Haar riecht so gut. Oder, was ich auch sehr, sehr gerne benutze, ist nur Shampoo und Maske. Und zwar dieses Gliss-Kur Shampoo Liquid Silk. Und dazu... Oder entweder oder, man kann es auch kombinieren. Also ich schmeiße hier alles runter. Ich habe auch die Fructis, das Fructis-Shampoo mit der Spülung hier kombiniert, mit der Haarkur geht ja auch. Genau, Pantene Pro-V, glatt und seidig, Intensivmaske. Und ich mache mir jedes Mal beim Haarewaschen
Maske rein, nicht nur Spülung. Ich glaube, deswegen glänzen meine Haare so. Moment, ich muss mal hier einmal aufräumen. Und was ich nach dem Haarewaschen reinmache, das zeige ich euch jetzt. Das sind auch nur zwei Sachen, eventuell drei Sachen. Das kommt immer drauf an, ob ich Locken drin habe oder nicht. Also, was ich jedes Mal benutze, ist von Balea dieses Sonnenschutzspray. Das benutze ich einfach immer, auch im Winter. Es riecht so toll nach Kokos, es ist toll. Und ich benutze sehr gerne von System Professional das Luxoil Reconstructive Elixir. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist so gut, so, so gut. So, so gut. Ich habe auch ein anderes Haaröl da. Kann ich auch empfehlen. Ich verlinke euch das Elixier mal unten in die Infobox. Ansonsten, was auch sehr gut ist, was ich sehr gerne benutze, ist von L'Oréal Elvital Öl Magique. Das dürft ihr natürlich nicht auf die ganzen Haare drauf machen, sondern nur an die Spitzen bzw. die Kopfhaut auslaschen. Auslaschen, ja, auslaschen. Was ich immer mache nach dem Haarewaschen, einmal meine Haare über Kopf, dann kommt da das Sonnenschutzspray drauf, dann bürste ich mir die und dann mache ich mir Haaröl rein, also wo die noch nass sind, und dann föhne ich sie. Wenn ich sie geföhnt habe, mache ich mir nochmal ganz, ganz wenig zwischen die Finger und mache das hier so, ziehe so die Spitzen lang und hier, genau, das ist so meine Haarpflege. Was ich gerne benutze, wenn ich jetzt Locken habe in meinen Extensions, ist noch hier, das habe ich letztes Jahr von Rossmann geholt, dieses Kokos Styling Milk, diese Kokos Styling Milk von Swiss Opal, und es riecht auch wahnsinnig toll. Genau, das war meine Haarpflege, auch im Schnelldurchlauf. So, ihr Lieben, ich war beim Friseur und ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. So, haben wir die Haare ein bisschen stufiger geschnitten und kürzer, damit man den Übergang nicht so sehr sieht, dass der ein bisschen leichter fällt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, jetzt sind die nicht mehr so lang hinten. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Finde ich auf jeden Fall besser. Jetzt fallen die etwas besser, ein bisschen stufiger. Sehr gut. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß es gerade nicht. Hallöchen! Ihr seht mich ja gar nicht, es ist zu dunkel. Und wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Alexandro hatte heute Schule. Ich habe ihn in die Schule gebracht. Und ja, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich war seit heute Morgen unterwegs. Guck mal, wie die Küche aussieht. Jetzt wird hier eine Bombe eingeschlagen. Hier liegen noch die 12 Kilo Zimtsterne rum, wo ich nicht weiß, wohin damit. Hier, was habe ich denn hier drin? Ach, da habe ich vom Auto gerade was geholt. Ach, Moment. Genau, ich mache dem Alexandro jetzt Panini. Ich habe nämlich so einen Rabattcoupon gehabt von Woolworth für Mitarbeiter und Freunde. Und da habe ich einen Freund, der da arbeitet, und dann, ja, bekomme ich das. Und ich war bei Woolworth heute Morgen und habe 17 Euro weniger bezahlt für die Sachen, die ich euch gleich zeige. Ich habe die nämlich auch noch im Flur. 17 Euro weniger. Und da habe ich auch diesen Kontaktgrill geholt. Ich mache jetzt eben dem Alexandro nochmal dieses Panini warm, weil vorhin war mein Nachbar da, also nicht der Nachbar, es war ein Nachbar da. Ich habe hier viele Nachbarn, aber es läuft nichts, wenn ihr euch fragt. Das läuft gar nichts. Doch. Da läuft gar nichts. So. Auf jeden Fall haben wir dann schön auf der Terrasse gefrühstückt. Hier sind noch die Überreste. Es gab Tomate, Mozzarella, Rucola Paninis mit Pesto. Einmal hier diese Basilico-Pesto oder das Pesto Rosso. Dazu gab es grüne Pfefferonen und hier so Chili, Tomaten, Chili, Shrimps
und Säckchen. Ein Säckchen. Genau, das hatte ich vorhin noch von Kaufland geholt. Hier sind diese Panini, Goldküstchen heißen die, echt lecker. Und hier in diesem Kontaktgrill werden die echt gut. So, das müsste reichen. Moment, ich mach das mal eben aus. Und hier möchte ich noch eine Frage beantworten. Es kam nämlich unter dem letzten Video die Frage, warum ich dem Alexandro denn, oder warum sich der Alexandro seine Brote nicht selber schmiert. Natürlich kann der sich auch selber was machen. Also manchmal geht der auch hin und schneidet sich Gurke selber oder holt sich einen Apfel, wäscht den, macht sich Toast selber, macht sich seine Cerealien selber. Kann er. Aber so morgens, wenn ich ihm ein Ei mache, wenn ich ihm noch Gurke schneide und seinen Toast schmiere, dann mache ich das für ihn. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Der ist 7. Warum darf man da seinem Kind sein Brot nicht mehr schmieren? Klar, wie gesagt, also manchmal kann er das auch alleine, aber ich muss ihm jetzt nicht jeden Morgen sagen, hey, mach dein Frühstück selber, ne? Also dafür finde ich es noch ein bisschen zu klein und ich finde es auch schön, dass ich ihn dann noch sein Frühstück machen darf. Guckt mal, meine Haare sind sehr, sehr grau geworden wieder. Ja, morgen, übermorgen auf jeden Fall wieder färben. Ja, jetzt ist der Alexandro eben schnell. Ich muss hier die Küche aufräumen. Ich habe vorher noch alle also die restlichen Pakete versendet gestern und heute die restlichen von den ganzen Kleidern, die ich von der ganzen Kleidung, die ich verkauft habe. Und es ist wirklich sehr, sehr viel weg. Und ich zeige euch gleich noch, was ich von Woolworths geholt habe. Und dann gehen wir zum Spielplatz mit meiner Freundin und dem Kindergartenfreund vom Alexandro. Hier ist ein schöner, großer Spielplatz in der Nähe, da treffen wir uns. Und heute Abend gehe ich Mexikanisch essen. Hola! Echt witzig. Gerade, ich mach sie da drunter. Guck mal, der Fahrer ist noch da. Von Express and Logistics. Puh, ich bin außer Atem, wenn jetzt die Treppen hochgelaufen. Ich erwarte eigentlich noch einen Blumenstrauß von Colvin. Und dann sagt er zu mir, das ist ein Riesenpaket. Ich sag, hä? Ich erwarte kein Riesenpaket, ne? Meint er immer nicht so, bevor er das hochschleppt, gehe ich mal lieber runter und guck mir das an. Da war ich jetzt bei ihm im Auto. Da war so ein Riesen. Irgendwas so fürs Auto. Ich glaube, das war. Wer ist das? Vorne diese Motorhaube. Eine Motorhaube war das fürs Auto. So ein Riesending. Und dann zeigt er mir den Zettel, da steht Colvin, ne? Also mein Blumenstrauß. Und ich sag, das Paket ist nicht für mich. Der so, doch, doch. Ich lese so den Namen auf dieser Motorhaube. Steht da irgendein anderer Name? Ich so, haben sie jetzt meine Blumen dort hingebracht? Da freut sich aber jemand. Ja, dann sagt er, nee, mein Kollege, ich muss mal gucken. Jetzt steigt er gerade wieder aus. Mal gucken. Auf jeden Fall waren meine Blumen nicht im Auto drin. Hat er wahrscheinlich woanders hingeliefert. Freut sich jemand anders über Blümchen. Super! So, der ist jetzt erst gefahren. Also 20 Minuten später, ich glaube, der hat Riesenmist gebaut. Der sucht jetzt bestimmt meinen Blumenstrauß, wo der hin ist. So, ich zeige euch mal eben, was ich gekauft habe von Woolworth. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling.